Ein großer Tag für Audrey und Andrea Klemencic. Heute darf das fröhliche Retriever-Mädchen ihre Patin erstmals ins Kurstift Bad Homburg begleiten. Tatjana Kreitler und ihr Hund Boss sind gekommen, um die beiden zu unterstützen. Die Bewohner der Seniorenresidenz sehen das Hundebaby zum ersten Mal. Audrey steht sofort im Mittelpunkt. Ach, wie alt ist der denn? 14 Wochen. Es gibt nichts Teureres wie ein Hund. Kein Ehepartner ist so treu wie der Hund. Auch Boss weiß, wie er einen guten Eindruck macht. Diese Seniorin freut sich besonders über die neue Mitbewohnerin. Ich bin völlig tierlos aufgewachsen in meinem Leben. Vollkommen, aber so ein Hundelchen hier, der so lieb ist und noch dazu eine therapeutische Aufgabe lernt, das finde ich grandios. Und Andrea ist einfach nur stolz auf ihre Audrey, die in Windeseile alle Herzen erobert. Das ist der Beginn einer großen Liebe wahrscheinlich bei dir. Ja, schon. Das ist wie ein eigenes Kind. So viel Aufmerksamkeit macht müde. Es reicht für heute, sagt Tatjana. Sonst wird Audrey überfordert. Was wir jetzt hier sehen, ist schon, dass sie wirklich, wirklich angestrengt ist. Sie ist müde. Das ist so eine zarte Seele. Das ist so verletzbar noch alles. Die eigentliche Ausbildung zum Alzheimer-Hund wird deshalb erst in einem guten Jahr beginnen, wenn Audrey in sich gefestigt ist. Bis dahin darf sie überall mal reinschnuppern, lernt spielerisch sich zu benehmen. Vor allem aber soll sie Hund sein dürfen. Und Andrea passt auf, dass dem auch so ist. Jetzt ist erstmal Ausruhen angesagt im Kennel, Audreys gemütlichem Rückzugsort.